Hallo, meine lieben Leute. Es ist jetzt schon wieder lange her, aber natürlich mache ich auch mit dem schönen Let's Play und mit unserem schönen Tauchenkrieger weiter. Das kam zwar in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, aber nichtsdestotrotz will ich das natürlich nicht komplett einschlafen lassen. Und deswegen mache ich an dieser Stelle weiter. Ich weiß allerdings gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich werde jetzt einfach mal stumpf dem Questtext folgen. Ah, genau. Diese Unterseebootsmatrosen der 7. Legion, diese Eliteeinheit. Ich erinnere mich vage. Die müssen wir erledigen. Also, ich habe ja letztens schon in meinem Stream das Ganze angesprochen mit der Problematik, mit der Qualität beim Stream und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel nachher das Ergebnis angucken werde, wie das qualitätstechnisch aussieht, wenn ich jetzt hier mit Fraps aufnehme und das dann gerendert habe, auch audiotechnisch einfach insgesamt, weil dort habe ich auch einfach die, die Vergleichswerte, die mir sonst fehlen, weil ich einfach über die Jahre auch entsprechend an den Einstellungen herumgebastelt habe, um dann letztlich auch auf die passenden, entsprechenden Ergebnisse zu kommen. Und wenn ich mir das dann mit der heutigen Streaming-Qualität angucke und vergleiche, dann ist es schon ein bisschen traurig. Und vor allen Dingen, weil für mich ja das Streamen in der Hinsicht irgendwie so eine Art Ersatz fürs Let's Playen gewesen wäre, jedenfalls kurzfristig. Und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen denke ich, werde ich in Zukunft das Livestream, also ich werde nicht komplett das Livestream aufgeben, hier und dort werde ich bestimmt mal abends Livestream, aber ich glaube einfach, dass mir Let's Plays einfach im Moment mehr Möglichkeiten geben. Vor allen Dingen, weil ich ja auch jemand bin, der dem liegt einfach viel an Qualität und ich habe da auch Ewigkeiten damals rumgetüftelt. Ihr wisst es ja selber noch mit Hanare damals, wo ich das mit den Lags hatte, mit den FPS-Einbrüchen. Das hat mich tierisch gewurmt und es ist immer noch so, dass ich gerade auf Qualität viel Wert setze, weil ich meine, Let's Plays haben jetzt nicht die größten Anforderungen. Und ich denke, da kann man sich dann wenigstens darauf konzentrieren, dass das Bild, was dann am Ende rüberkommt und die Audioqualität entsprechend gut ist. Den Standard setze ich mir dann doch selber. Und wenn ich dann streame und dann kommt da so eine räudige Qualität, dann ist es halt entsprechend nur semi-befriedigend. So, auf wessen Befehl? Das KDV knistert elektrisch. Eine Armada der Allianz ist unterwegs. Wie konnte das passieren? Für einen Augenblick hört ihr Vorpostenkommandant Ansturm nicht mehr, aber dafür das Heulen eines Worgen im Hintergrund. Beeilt euch, der Gefechtsstand wird überrannt. Wow, 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 wow. Das KDV summt. Seht euch im Kathedralenviertel um. Dort sollte irgendwo ein Teleskop sein, das die 7. Legion zur Beobachtung benutzt. Findet es und benutzt es, um den Hafen auszuspähen. Wir müssen herausfinden, wie die 7. Legion an unserer Flotte vorbeigekommen ist. Beeilt euch, wir können diese Bestien nicht sehr viel länger zurückhalten. Was uns morgen wohl erwartet, okay. Da hat man wieder nicht genügend Zeit, um sich den Questtext irgendwie komplett durchzulesen, bevor der Respawn kommt. Ist natürlich in der einen Hand von Vorteil, weil man dadurch halt in den Genuss kommt. Ach, guck mal, da ist es. Oh, wie nice. In den Genuss kommt, dass man nicht lange auf Questmobs warten muss. Auf der anderen Hand ist es natürlich nicht so schön, wenn man sich irgendwelche Questtexte durchlesen möchte. Guckt euch das mal an. What the fuck? Wollen wir mal schauen. Das ist ein U-Boot. Oh my gosh. Das ist ein U-Boot. Damit haben die Flottenaussagefecht gesetzt. Sind im U-Boot unten durch. Mega gut. Da hinten ist die Flotte. Oder es sind auch Allianzschiffe, oder? Ach, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall konnten die so hier so nah rankommen. Das erklärt es auf jeden Fall. Das KDV knistert elektrisch. Torpedos. Wir hatten über die Kiellinie alles unter Kontrolle, aber nicht darunter. Sie müssen sich irgendwie unter unseren Verteidigungen hindurchgeschlichen haben und dann unsere Kriegsschiffe mit den Torpedos in 1000 Stücke zerschlagen haben. Und jetzt hat der Rest der Allianzflotte freie Bahn. Hört ihr mich? Kommen!
Das ist wahrscheinlich meine letzte Übertragung. Die Worgen haben den Gefechtsstand der Verlassenen überrannt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Stützpunkt verlieren. Belmont und die Valkyr Artura sind weg. Belmont meinte, er wird euch in Glutstein treffen, nordöstlich von hier. Findet Belmont. Unsere Mission, unsere Existenz hängt davon ab. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ach, wie bei Star Wars. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Oder wie hieß es, nicht so, Überrannt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, storytechnisch. Ich glaube, Gineas wird komplett von der Allianz irgendwann eingenommen, ne? Also ich glaube, da haben wir, da ziehen wir den Kürzeren. Motorrad auf dem Wasser, ne? Man glaubt es gar nicht. Man glaubt es gar nicht so. Na, das war jetzt, hier haben wir erstmal die Rache-Quest. Die haben wir jetzt schon abgeschlossen. Wo ist er? Hier. Obwohl wir in der Schlacht bloßgestellt wurden, konnte der Feind keinen Sieg erringen. Ich werde das niemals vergessen. Wenn ich es heil in den Silberwald zurückschaffe, werde ich mich wahrscheinlich ausmustern. Der Krieg steckt mir nicht im Blut. Kann man sich denn so einfach ausmustern? Hauptmann Rutzack. Dass der Hauptmann überlebt hat. Eigentlich sollte der Hauptmann nicht überleben, sondern sich im Zweifel dann für seine Männer opfern. Oder ist das nicht so das eiserne Gesetz des Krieges? So, schneller sind wir nicht, wenn wir auf dem Boden fahren, ne? Nee. Das ist so ein Schwachsinn, ey. So ein Schwachsinn, dass das überhaupt geht. Also eigentlich bei einem Moped müsste das Ding eigentlich sofort abmounten. Also hier ist die Festung Schlacht von Gineas. Erinnert einen. Es ist genau die Stelle hier, ne? Ja. Schön. Was jetzt? Vorpostenkommandant Ansturm hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Erst eine Meute blutdurstiger Worgen konnten ihn niederringen. Sein Tod und der Tod all unserer Soldaten in Gineas darf nicht umsonst gewesen sein. Unsere Mission muss gelingen. Jetzt werde ich euch enthüllen, warum wir hier sind. Lord Vincent Godfrey hat sein Leben mit der Verteidigung des Königreichs Gineas verbracht. Als der Fluch der Worgen sein Land verheerte, war Godfrey der Erste in Gineas, der die Waffen gegen die Bestien erhob. Es wird gesagt, dass Godfrey sein Leben nahm, als er herausfand, dass sein König dem Fluch zum Opfer gefallen war. Lieber sei er tot, als dass er den Kreaturen diene, gegen die er sein Land verteidigt hatte. Wir werden ihm eine zweite Chance geben. Zusammen werden wir die Schlacht nach Südosten vorantreiben, nach Winterfront, und dort seinen Leichnam einholen. Unsere Zeit wird kommen. Gibt's sogar. Nee, keine weitere Quest. Ach, guck mal, wo wir hin müssen. Das ist ja schon ziemlich weit weg. Oh, shit. Oh, shit. No! Okay. Gut, dass ich Crusader habe. Meine Güte. Das KDV summt. Hier spricht Kommandantin Lorna Crowley von der Gineaschen Befreiungsfront. Wenn ihr diese Nachricht hört, bedeutet das, dass die Allianz Gineas wieder eingenommen hat. Legt eure Waffen nieder und kapituliert. Wenn ihr dieser Aufforderung nicht nachkommt, steht euch der sichere Tod bevor. Unsere Streitmächte sind über euren Standort informiert und werden in Kürze eintreffen. Widerstand ist zwecklos. Das ist auch eine interessante Möglichkeit, so einen Questtext zu eröffnen. Klar wissen die, dass die Gegner, dass wir in diesem Fall über das KDV verfügen. Ah, das sind ja alles Elite, aber gut, wir haben ja auch zwei. Ich bin außer Reichweite. Zwei Gefährten hier. Das Heulen der Worgen. Oh, er macht Aoe. Schön.
Was ist denn das für ein Geheule da die ganze Zeit? Ich brauche ein Ziel. Also diese Hundesperrtrupps sind die, die man am besten umhauen kann. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Hunde einfach kaum Leben haben. Das ist zu weit entfernt. Warte. Der hatte einen Shadow Step. Die räudigste Ability, die es gibt. Ach guck mal, das ist schon alles. Das ist der letzte, den wir erledigen müssen. Ich habe kein Ziel. Hallo. Widerstand ist zwecklos. Wir haben keine Zeit, um uns am Ruhm der Schlacht zu laben. Es gibt Arbeit. Ich bin mir sicher, dass noch mehr von diesen Biestern unterwegs sind. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie runter. Jetzt will ich natürlich hier nicht mehr gegen diese Viecher fighten. Gut, dass sie mich nicht abmounten können. Na, guck mal, das sind Schafe. Sanftmütiges Schaf. Hier überall diese komischen Worgen, Blut, Tod und Finsternis und dann noch ein paar gutmütige Schafe. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So könnte ich fast den Part nennen. Gutmütige Schafe. Scheiße. Fuck. Auf den ersten Blick kann man nicht erkennen, ob man irgendwie so einen Stein irgendwie erklimmen kann oder nicht. Hier zum Beispiel. Möglich oder auch nicht. Ja. Oh, und dann haben die auch noch irgendwelche Speedbuffs hier, ne? Sind alles solche Rogues. Die können die ganze Zeit auch meucheln und wenn du den halt vor den flüchtest, ist der Rücken halt immer zu denen zugewandt und das ist halt dezent ungünstig. Haben wir hier nicht schon mal gequestet oder will ich mir das gerade auch ein? Ich glaube, wir haben ja noch nicht gequestet. Aber ich habe da unten Godfrey schon gesehen. Lord Godfrey. Zack. Die beiden despawnen, wenn man aufmountet. Hier, er ist ein wenig verfault, aber es könnte schlimmer sein. Wir müssen uns beeilen, bevor die Allianz uns findet. Hoffentlich. Das Ziel unserer Mission ist erfüllt. Nun können wir unsere Flucht planen. Obwohl wir Gilneas verloren haben, werden wir es mit der Hilfe von Godfrey und seinen Lieutenants schnell wieder zurückerobern können. Geht nun, fliegt mit Atura zurück zur Frontlinie der Verlassenen im Süden vom Silberwald. Die Banshee-Königin erwartet eure Ankunft. Denkt dran. Auf geht's, Atura. Geduld und Disziplin. Was ist mit euch, Belmont? Wie kommt ihr zurück? Jetzt bin ich gespannt. Macht euch keine Sorgen um mich. Die Worgen haben unsere Witterung verloren. Es ist unwahrscheinlich, dass sie wissen, dass wir hier sind. Ich bin vermutlich wieder an der Frontlinie der Verlassenen vor euch. Zwein. Der stirbt mit Sicherheit auch. Ich bin von den Verlassenen. Ja. Blutfangschwer. Keine Ahnung, ob der die jetzt. Ob der den jetzt erledigt oder nicht. Ich glaube nicht, dass Belmont das überleben kann. Das halte ich für äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Es wundert mich übrigens, dass es bis zum heutigen Tage kein Mount von der Valkyrie gibt. Also das, darauf warte ich eigentlich noch. So ein Valkyrie-Mount. So ein Engel-Mount. Das hätte doch auf jeden Fall was. Das hätte auf jeden Fall was. Boah, der Weg ist ganz schön weit, ne? Ach, guck mal, es ist auch schon wieder Dunkelmondjahrmarkt. Da könnten wir auch nochmal hin. Nee, ist nicht. Ist schon zu Ende. Wir haben schon den 9. Oh Gott, wir haben schon den 9. Schon den 9. Dann kommt August, dann kommt September und dann kommt schon der Oktober. Uah. Hölle auf Erden.
Ich finde, Aretura ist der dämlichste Name der Welt. Gefällt mir überhaupt nicht. Ach, schau mal an. Haben wir hier sogar noch mal einen Entdeckungsteilmeter bekommen. Liebe Leute, ich mache hier Schluss. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Und ja, bis dahin. Macht's immer gut. Ciao.